Das Heysel-Stadion am nächsten Morgen. In der ganzen Welt sind die Menschen entsetzt über das Horrorfinale von Brüssel. Eine französische Zeitung schreibt, wenn es das ist, was aus Fußball werden soll, dann lasst ihn sterben. Niemand kann verstehen, dass ein Fußballspiel 39 Menschen das Leben gekostet hat. Als die Mannschaft des FC Liverpool Brüssel verlässt, bekommt sie zu spüren, wem die Menschen die Schuld an der Katastrophe geben. Über den Sieg kann sich bei der Ankunft der Juventus-Mannschaft niemand mehr freuen. In Italien heißt die begehrte Trophäe nur noch Todespokal. Die Angehörigen der Opfer müssen nach Belgien reisen, um die Toten zu identifizieren. Das jüngste Opfer ist gerade mal 10 Jahre alt. Für die friedlichen Liverpool-Fans wird die Rückkehr in die Heimat zum Spießrutenlauf. Der Busfahrer fragte zwei Kinder, seid ihr Liverpool-Anhänger? Sie wussten von nichts, sie trugen nur das Vereinstrikot. Er sagte, die würde ich nicht unterstützen, das sind Bestien. Die Stadt, die für den Fußball lebt, wird jetzt mit dem Tod von 39 Menschen in Verbindung gebracht. In der Stadt konnte man es einfach nicht fassen. Menschen gehen zu einem Fußballspiel und sterben. Und was am schlimmsten war, sie sind durch unsere eigenen Leute gestorben. Die Stadt stand unter Schock. Schlamperei und Korruption. Wer ist verantwortlich für die Katastrophe? In einem Mammutprozess werden englische Hooligans, aber auch Polizisten und hochrangige Fußballfunktionäre verurteilt. In Belgien werden erste Konsequenzen aus der Tragödie gezogen. Premierminister Martens bietet seinen Rücktritt an. Der Justizminister muss wenige Tage später gehen. Eine Untersuchungskommission wird eingerichtet, um die verheerenden Organisationsmängel beim Finale aufzuklären. Schon bald wird klar, wie es etwa dazu kommen konnte, dass direkt neben den Liverpool-Fans tausende italienische Anhänger standen. Ursprünglich waren für die Juventus-Fans die Blöcke O und N vorgesehen. 11.000 Tickets waren verkauft. In den Blöcken X und Y sollten die Liverpooler untergebracht werden. Der Block Z, eigentlich für neutrale belgische Zuschauer gedacht, war am Finalabend voll mit italienischen Fans. Der Grund? Ein korruptes Mitglied des belgischen Fußballverbandes hatte die Karten an italienische Reisebüros weiterverkauft. An der Universität von Liverpool analysieren Experten die Ursachen der Tragödie von Brüssel. Der Sportwissenschaftler Rogan Taylor versteht bis heute nicht, warum das große Finale so schlampig organisiert wurde. Very small numbers of tickets for the two clubs, but 20.000 tickets to be sold to the neutrals. Who are the neutrals gonna be? Es gab sehr wenig Karten für beide Clubs, aber 20.000 Tickets für neutrale Fans. Wer stand in der neutralen Zone? Italiener. Was trennte sie von den Liverpool-Fans? Ein Stück Maschendraht. Waren da irgendwelche Polizisten? Nein, vielleicht zwei oder drei Beamte, die hilflos herumliefen. Es war sehr leicht, den Zaun einzureißen. Und sobald er unten war, gab es ein bisschen Hin- und Hergerenne. Die Italiener sagen dazu Fuji Fuji. Und bingo, man hat eine Tragödie. Die Hooligans im Liverpool-Block fühlen sich durch die Italiener direkt nebenan provoziert. Sie reißen den Zaun nieder und beginnen die Jagd. Die Italiener fliehen vor den Gewalttätern und werden in eine Ecke gedrängt. Als der Druck zu stark wird, bricht die Betonmauer und begräbt die Menschen unter sich. Der windige Maschendraht hält den aggressiven Engländern keine 10 Minuten stand. Der Zaun war genauso wie bei uns auf dem Bolzplatz in Busseleno. Man muss nur kräftig daran reißen und dagegen treten, dann bricht er sofort ein. Und genauso haben es die Engländer auch gemacht. Die technischen Pannen, die zur Katastrophe im Heysel-Stadion beigetragen haben, sind jedoch nicht der Auslöser für die Katastrophe. Es sind die brutalen englischen Hooligans, seit den 70er Jahren in Europa gefürchtet. Maybe it was the wrong ground.
Vielleicht lag es am falschen Stadion. Vielleicht hat der belgische Fußballverband es vermasselt. Vielleicht die Polizei. Aber es gibt Leute, die suchen Randale und erzeugen Panik. Panik ist gefährlich. Und Panik endet mit dem Tod. In Brüssel wird klar, der Tod von verfeindeten Fans ist kein Tabu mehr. Ich konnte die vielen Engländer sehen. Sie waren wie vom Teufel besessen. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Sie haben sich grausam benommen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Schlimmes gesehen. Der belgischen Polizei fällt es äußerst schwer, die Täter von Brüssel ausfindig zu machen. Zusammen mit Sonderermittlern aus Liverpool werten die Beamten kurz nach dem Spiel das Videomaterial des tragischen Fußballabends aus. Es gelingt ihnen, die Taten einzelnen Hooligans zuzuordnen. In dieser Sequenz ist einer der vielen Angriffe zu sehen. Eine Gruppe von Leuten attackiert die Menschen, die in der linken unteren Ecke gefangen sind. Der Ausschnitt zeigt einige Personen, die wir identifizieren wollen. Der da hebt einen Stein auf. Sind Sie an dem Typ interessiert? Ja, der Mann, den wir identifizieren möchten, ist dieser Mann. Auch der Mann direkt hinter ihm interessiert uns. Und hier unten sehen wir einen Mann, der versucht, ein Kind zu schützen. Die beiden haben Angst. Es scheint ein Großvater mit seinem Enkel zu sein, in Juventus-Farben, wie man sieht. Einige Randalierer werden identifiziert und gesucht. Dieser Filmausschnitt zeigt einen Vorfall, der sich am Ende der Unruhen abgespielt hat. Er zeigt einen Mann, an dem wir besonders interessiert sind. Und das ist dieser Mann. Hier sieht man ihn nochmal. Sie haben dem Mann einen Spitznamen gegeben, nicht wahr? Richtig, das machen wir mit den meisten Gesuchten. Und diesem Gentleman hier haben wir den Namen Kaiser von Rom gegeben. 1988, drei Jahre nach dem Spiel, müssen sich 26 Fans wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge vor einem Brüsseler Gericht verantworten. 14 Hooligans erhalten Haftstrafen von bis zu drei Jahren. 12 Angeklagte müssen wieder freigelassen werden. Die Zeugenaussagen und Indizien reichen nicht aus. Eine Frage bleibt jedoch unbeantwortet. Wo war die Polizei? Der Polizeieinsatz im Heysel-Stadion ist ein Debakel. Als die Randale beginnt, sind nur 12 Polizisten zur Stelle. Alle anderen Beamten warten draußen. Die Frequenzen der Funkgeräte sind falsch eingestellt und deshalb kann minutenlang keine Verstärkung angefordert werden. Zudem ist der Einsatzleiter gerade mit der Aufklärung eines Diebstahls an einer Würstchenbude beschäftigt, als die Hooligans im Stadion losschlagen. Er hatte erst einen Tag vorher den Posten übernommen und war noch nie bei einem Fußballspiel im Einsatz. Das Brüsseler Gericht verurteilt ihn zu 9 Monaten Gefängnis, ausgesetzt auf Bewährung. Auch der Präsident des belgischen Fußballverbandes und der Generalsekretär der UEFA erhalten Bewährungsstrafen. Neben dem skandalösen Tickethandel wird ihnen vor allem die Auswahl des Heysel-Stadions vorgeworfen. Wegen des offensichtlich baufälligen Zustands der Arena hätte dort nie ein großes Finale stattfinden dürfen. Die Ränge, die wir sonst kannten, waren stabil, sodass man sich anlehnen konnte. Die in Brüssel waren aus brüchigem Beton. Durch den Beton kamen Metallspitzen hervor. Ich konnte es einfach nicht glauben. Das alte Heysel-Stadion wird 1995 abgerissen und neu aufgebaut. Heute heißt es König Baudouin-Stadion und erfüllt alle Auflagen für eine moderne Fußballarena. Denn vieles hat sich nach Heysel geändert. Falls die Leute flüchten müssen, kann der Ordner oder die Polizei hier unten das Tor von außen öffnen. Von innen lässt sich das Tor nicht öffnen. Von
Von einem Turm aus kann die Polizei mit Hilfe von getarnten Überwachungskameras jeden einzelnen Besucher im Stadion identifizieren. Und es gibt nur noch Sitzplätze. Die Fanblöcke sind durch hohe Glaswände voneinander getrennt. Für die Sicherheit der Zuschauer ist heute gesorgt. Doch die Erinnerung an jenen 29. Mai 1985 wird bleiben. Den düstersten Tag in der Geschichte des europäischen Fußballs.